Ein Infovideo für junge Kollegen und Zahnärzte. Umgang mit Angestellten, Angestellte in einer Zahnarztordination. Das Video ist aufgebaut zuerst einmal mit was für Dogmen sind wir aufgewachsen und wieso diese Dogmen dann im realen Leben in der Praxis nicht greifen. Dann woher beziehe ich meine Informationen zu Lösungsvorschlägen, das heißt der nächste Punkt, da möchte ich euch so Literaturrecherche darstellen, wie ich zu den Erkenntnissen komme, dass, so wie wir es heute bei Dentapodem machen, dass das also sinnvoll ist oder dem Zeitgeist entspricht und also nicht mit den alten Dogmen zu tun hat. Das wird der zweite Punkt sein, die Literaturangaben. Im dritten Punkt möchte ich euch dann Beispiele geben, dass diese Erkenntnisse jetzt nicht nur für eine Zahnarztordination Geltung haben, sondern dass das auch von den Großen umgesetzt wird. Da schauen wir uns dann ein paar Beispiele an. Und im letzten Punkt geht es dann darum, wie setze ich das also dann in der Ordination um, anhand von kleinen Beispielen oder wie ich das mache. Da möchte ich euch dann so ein paar Tipps geben. Wie immer, nichts mehr glauben, kritisch hinterfragen und wenn euch andere Muster auffallen oder ihr meint, das könnte man noch optimieren, freue ich mich natürlich über konstruktive Kritik. Zuerst einmal zu dem Dogma, weil häufig bauen wir auf solchen Erkenntnissen dann unseren Umgang mit anderen Menschen auf. Wir haben ja in der Schule gelernt oder uns wurde so mitgegeben, wenn du dich anstrengst, wenn du fleißig bist, dann kommst du nach oben. Die Fleißigen sind dann sozusagen Herr über die weniger Fleißigen. Ich spreche jetzt in Bildern. Und wenn du also in der Schule aufpasst, wenn du dann im Berufsleben anzahlst, also Gas gibst, dann bist du eben ein Chef und kannst dann also mit anderen Menschen dann ein Team leiten und, und. Die Realität oder dieses Dogma, das ist völlig falsch. Dazu gibt es schon sehr viel Literatur. Und ich möchte euch jetzt einmal, bevor wir dieses Dogma richtig stellen und uns überlegen, wie ist es denn wirklich, jetzt einmal einen Literaturüberblick geben, woher ich zu diesen Erkenntnissen gekommen bin. Reine Printmedien oder als in Bücherform ein interessantes, gutes Buch von der Titel Das Märchen vom Kunde König von Günter Ederer, das kann ich euch empfehlen. Dann psychologisch richtig verhandeln von der Vera Birkenbiel. Ihr findet dort oder auf YouTube, wenn ihr Vera Birkenbiel eingibt, findet ihr sehr viel auch YouTube-Videos, wo sie also unser Denken einmal analysiert. Dann hier ein Buch Spiele der Erwachsenen, wo also es um unsere täglichen Interaktionen geht. Auch hier ein sehr gutes Buch, die Philosophie des Als Ob, wo also dargestellt wird, dass unser täglich Handeln meistens nur Kopfkino ist, Annahmen. Ein weiteres Buch, das ebenfalls mir bezüglich Ordination und Team geholfen hat, ist die von Emil Durkheim, Erziehung, Moral und Gesellschaft, wo also herausgearbeitet wird, was der Unterschied ist zwischen Moral und einer Regel, dass hinter beiden eben eine Kraft steht, nur bei dem einen kommt sie von innen, beim anderen nach außen, von außen. Ein weiteres gutes Buch, Psychologie der Massen und zu guter Letzt Dumping Us Down. Zusätzlich im Internet kann ich euch nur empfehlen, Gerald Hütterer. Ich werde unten dann wieder die Links einblenden, die Vera Birkenbiel. Das sind die wichtigsten Links oder die wichtigste Literatur, ihr findet, wenn ihr euch damit beschäftigt, sondern natürlich noch viele, viele andere. Und dieser kurze Einspann hat jetzt keinen Anspruch auf Absolutheit, sondern das waren so die wichtigen Eckpfeiler. Und jetzt kommen wir, was ist denn das Neue? Oder die neue Erkenntnis, wie die Interaktion Arbeitgeber-Arbeitnehmer eigentlich funktionieren könnte oder funktionieren kann. Also das Erste ist, dass einmal klar sein muss, dass man alleine auf einer Insel
kein Arbeitgeber wäre. Das heißt, jegliche Interaktion, die in der Ordination stattfindet, findet ja nur deswegen statt, weil es eben auch andere Menschen gibt, Patienten, Arbeitnehmer und dann eben einen selbst, den Arbeitgeber. Das heißt, das ist eine wichtige Erkenntnis, dass man sich bewusst macht, ohne den anderen gäbe es mich gar nicht. Die nächste Erkenntnis ist, und da sind vor allem die Videos von Gerd Hüterer recht interessant, er ist Evolutionsbiologe, dass, wie es scheint, der Mensch mit einer einzigartigen Gabe geboren wird und diese Gabe wird dann in der Schule verlernt, weil bei der Erziehung der Kinder ging es noch nie um die Kinder. Da gibt es dieses Buch von John Taylor, das war ein Soziologe im 18. Jahrhundert, der das schon im 18. Jahrhundert damals thematisierte, dass es bei der Erziehung eigentlich immer nur darum geht, dass die Gesellschaft ihre Interessen in den Kindern verwirklicht. Das heißt, im alten Rom ging es darum, um aus den Kindern gute Römer zu machen. Und es ging nicht um das Kind selber, sondern man erzog das Kind mit Schwert und Schwert. Heute werden die Kinder gegeneinander anerzogen. Das heißt, du, ich habe ein Einser, ich habe den Test geschafft. Ja, man bringt ihnen Parieren bei von 8 bis 17 Uhr oder von 8 bis ein Leben nach der Zeit. Und alles, was außerhalb der Zeit der Schulglocke passiert, ist bedeutungslos. Wenn es läutet, musst du alles fallen lassen, parieren oder. Das heißt, man bringt uns so dieses Leben nach dem Kopf, nach einer äußeren Regelmäßigkeit bei und nicht nach dem, was wir im Jetzt gerade empfinden. Aus diesen Erkenntnissen ergeben sich dann weitere Probleme, denn wenn ich jetzt Glück habe und zum Beispiel geboren wurde mit einem mathematischen Verständnis, dann kann ich dieses mathematische Verständnis in Form der Schule zu einem gewissen Teil ausleben. Vielleicht wird dann später aus mir ein Mathematikprofessor oder ein Buchhalter, Steuerberater, was auch immer. Wenn ich das Pech habe, dass ich geboren wurde und wunderbar mit 5 Gitarren spielen kann, dann wird das in der Gesellschaft nicht so honoriert, weil wir eben ein gewisses Spektrum als gut quantifizieren und ein gewisses Spektrum, was also außerhalb dieses Spektrums liegt, dem sagen wir, das ist bedeutungslos, obwohl, wenn wir es wirklich im Großen und Ganzen sehen würden, wir uns ja eigentlich eingestehen müssten, dass dieser Gitarrenspieler, der vielleicht einen wunderschönen Song kreiert, mich als Arzt beglückt und ich dann zufrieden viel besser eine Operation machen kann. Ja, also das alles ist ja oder ist eigentlich vernetzt, aber so funktioniert unser Denken nicht, sondern wir sagen, der Mathematiker, ja super, du bist erfolgreich, du bist wichtig, du bist ja nur ein Künstler. Ja. Das heißt, wenn man Pech hat und man wird in diese Welt geboren, wo man nicht so seinen Weg, seine Gabe ausleben kann, dann wird man von Anbeginn an vergewaltigt durch die Schule, durch die Gesellschaft und irgendwann steht man dann halt da als frustrierter Angestellter. Und es wird dem Menschen zugeschrieben und man erkennt nicht, dass es ja eigentlich die Gesellschaft, unser System ist, das diesen Menschen verpfuscht hat. In diesem Zuge, wenn ihr bezüglich der Literaturrecherche euch da ein bisschen einlest, dann werdet ihr sicherlich über eine russische Studie stoßen. Die wurde über 20 Jahre gemacht und da wurden Kinder, bevor sie in die Schule gekommen sind, wurden Intelligenztests gemessen und dann während der Schule und nach der Schule und man sah also, das nahm rapide ab. Die Kreativität, der Ansatz, um Dinge zu lösen, die Neugier, ja, das ist ja auch so ein Phänomen. Gerd Hüterer beschreibt das sehr schön in einer Studie, dass er also darstellt, dass das Kind geboren wird und neugierig ist, es möchte wissen. Und später dann der Erwachsene wird zum klassischen Neophobiker, wenn man dann mit etwas Neuem kommt, dann ja, ich will es gar nicht wissen. Und das ist auch in der Schule angelernt, weil in der Schule alles, was neu ist, mit einem schlechten Gefühl verbunden ist, der neue Stoff, der neue Test, die neue Schularbeit. Und somit resultiert dann im Arbeitsleben eine Person, die in ihrem Beruf aufgeht, die Freude hat, die Spaß hat und daneben halt Menschen, die funktionieren, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Das sind
Wichtige Erkenntnisse, die die wenigsten haben, wenn ihr euch Zitate hernimmt, zum Beispiel ein Bill Gates sagte, es ist nicht das Problem, dass du arm geboren wirst, sondern es ist das Problem, wenn du arm stirbst, dann illustriert das, wie ahnungslos unsere Eliten, ich sage jetzt Pseudo-Eliten, eigentlich über diese Dinge sind. Das heißt, die glauben wirklich, sie sind erfolgreich, weil sie so fleißig waren und merken nicht, dass sie, ich bleibe jetzt einmal beim Bill Gates, ich verwende ihn als Instrument, er erkennt nicht, dass er das Glück hatte, dass er in einem Land groß wurde, das unendlich viele Kriege geführt hat. Ich weiß nicht, ob ihr den letzten Friedensreport kennt. Die USA hat seit dem Zweiten Weltkrieg über 30 Millionen Zivilisten umgebracht. Das muss man sich einmal überlegen, ja. Über 30 Millionen Zivilisten wurden also von der USA umgebracht und seit dem ersten Irakkrieg über 5 Millionen Moslems. Das sind Fakten, das sind Zahlen. Dadurch hat die USA sich natürlich gewisse Freiräume, so wie jede hegemoniale Macht, erarbeiten können. Das heißt, es ist dann einem Bill Gates möglich gewesen, mit einem Hörnl irgendwo am Strand zu sitzen, beleuchtete Straßen, Asphalt und über die große, schöne Welt nachzudenken. Einer, der dann in Afghanistan groß wurde, der kann diese Freiräume nicht nützen und ist froh, wenn er etwas sich Gedanken machen kann, wenn er, dass er am nächsten Tag was zum Fressen hat. Und so einer dann wird also durch die Gesellschaft nach oben geschleudert. Zu dem komme ich dann noch später, wie das funktioniert, und sagt dann in einem, zuerst ist er der Schüchterne, der Kleine, und dann, wenn er durchs kollektive Bewusstsein, durch die kollektive Aufmerksamkeit, wenn das Ego dann wächst, dann werden dann solche Sätze herausgelassen, die die Realität oder die Erkenntnisse der Wissenschaft, evolutionsbiologisch, soziologisch, ja überhaupt nicht widerspiegeln. Das sind ganz wichtige Erkenntnisse, denn so wird natürlich dann einem klar, dass es keinen Sinn macht, auf jemanden böse zu sein, oder es wird einem bewusst, dass man selber ein großes Glück hatte, dass man halt in dieser Welt geboren wurde, zum Beispiel als jemand, der halt gerne herumtüftelt oder der mit der Feinmotorik gerne was macht, und dann wird aus dem einen halt der Uhrmacher, und wenn der andere dann mit Menschen zu tun haben will, vielleicht der Zahnarzt, und der dritte wieder was anderes, aber dass das ja eigentlich nur Zufälle sind, die von uns dann allen getragen werden. Das heißt, es braucht ja den Menschen, die Patienten, die mich zum Arzt machen, die Kollegen, die mich in der Arbeit zum Chef machen. Ich sage das immer absichtlich unter Anführungszeichen, weil ich mich nicht als Chef fühle, denn alleine auf einer Insel wäre ich eben auch kein Chef. Das sind also ganz wichtige Erkenntnisse, mit denen man einmal, wo man einmal diese alten Dogmen beginnen muss zu hinterfragen, zu hinterdenken, denn bis jetzt ist unser Dasein immer so von oben aufgebaut, und dann werden uns dann so Leute wie zum Beispiel Bill Gates und dargestellt wie die Leader. Ja. Die Realität ist ja die, dass die Wirtschaft Rechenleistung benötigte, dass die Wirtschaft so weit war durch Handel und die USA besonders weit waren, dadurch, dass sie viele Kriege führten und also viele Menschen unterdrückt haben, hatten sie viele Freiräume, und in diesen Freiräumen konnten sich also Menschen miteinander vernetzen und entwickelten das Internet. Es begannen dann, weil der Bedarf da war, weil die Muse da war, vor einem Bildschirm zu sitzen und sich Dinge anzusehen, begannen halt Nerds in vielen Garagen herumzutricksen und experimentieren. Und irgendwann wird dann ein Nerd durch Zufall, durch viel Ellbogentechnik, also Bill Gates ist ja nicht deswegen zurückgestiegen vom Microsoft-Konzern, weil er so einen guten Spirit hat, sondern weil er eine Klagsflut abwenden wollte, weil da natürlich sich über die Jahrzehnte dann auch ziemlich viel Scheißdreck angehäuft hat. Das heißt, irgendwann wird dann so ein Mensch nach oben geschleudert mit viel Ellbogentechnik und durchs kollektive Bewusstsein, weil wir gewohnt sind, geführt zu werden. Wir werden zuerst von den Eltern geführt, wir werden dann vom Lehrer geführt. Wollen wir wieder so eine Führungspersönlichkeit und stilisieren dann eben die Top-Manager hoch.
Da gibt es interessanterweise, wenn euch das interessiert, auch sehr schöne evolutionsbiologische Modelle, wo man also annimmt, dass es für den heranwachsenden Menschen erfolgreicher ist, sich eine Regel zu merken, als sich viele einzelnen Regeln merken zu müssen. Also man folgt alles, was der Große da sagt, das bewahrt mich vor Unheil, als sich viele Einzelregeln zu merken, greift dort nicht hin, mach das nicht, mach das nicht. Und somit brennt sich dieses Geführtwerden in unser Bewusstsein ein. Und somit fühlen wir uns dann häufig auch, ich bin der Chef, ja, und ich habe es geschafft und und. Und die Realität ist also, wenn man sich mit der Thematik auseinandersetzt, dann eine andere. Und man sieht das dann auch im Berufsleben als Chef, dass man dann häufig streiten müsste oder böse sein müsste, sich aufregen müsste, weil eben diese Hierarchiepyramide vorn und hinten nicht passt. Und es da also dann immer wieder im Berufsalltag zu Konflikten kommt. Diese Konflikte könnte man aber ganz einfach vermeiden. Und wir sind jetzt schon beim nächsten Punkt, denn das soll ja nicht nur ein trockenes Konstrukt sein, sondern wenn ihr einmal eingibt, Google arbeiten bei Google, ich bin bitte kein Google-Fan, auch Google hat sehr dunkle Seiten, aber viele dieser Großkonzerne setzen diese Erkenntnisse, über die wir reden, um. Das heißt, man lässt den Angestellten die Arbeit mit nach Hause nehmen oder das Zuhause mit in die Arbeit. Es gibt dort, wenn ihr eingibt, Arbeiten bei Google auf YouTube, dann seht ihr, da gibt es also Büros mit Tischtennistischen, es gibt genug zu essen, man kann mit Freunden dorthin kommen. Es wirkt sehr laissez-faire, aber im Endeffekt zielt es auf diese Erkenntnisse ab, dass man Menschen nichts befehlen muss und Menschen auch nicht dirigieren muss, sondern man muss ihnen nur Freiräume geben, wo sie ihre Gabe voll entwickeln können. Und ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie zum Beispiel Google an seine Angestellten kommt. Da gab es diesen, vor kurzem gab es in den Online-Portalen so eine Story, dass Google einen Mathematiker angeschrieben hat, der hat eine mathematische Formel auf Google gesucht, hat also versucht, eine Lösung zu knacken. Und als er dann nach dieser speziellen Formel variabel suchte, wurde Google so auf ihn aufmerksam und schrieb ihm: Du, pass auf, willst nicht einmal vorbeikommen und stell dir vor. Das heißt, da geht man den verkehrten Weg. Man kontaktiert die Menschen direkt, je nachdem, mit was für Problemlösungen sie sich beschäftigen, und sagt dann: Du, bei uns hast du den Freiraum, du kannst dich entfalten und wir würden also gern mit dir zusammenarbeiten. Das sind also Erkenntnisse, wie ihr seht. Das ist nicht nur trockenes Einmaleins, sondern das beeinflusst später dann auch euer Leben. Und aus dem bisher Gesagten, und jetzt kommen wir zum letzten Punkt, wie setze ich das in der Ordi um, muss euch also klar sein, der Fisch beginnt immer am Kopf zu stinken. Damit meine ich, wenn ihr in der Ordi als Arbeitgeber 80% gebt, dann müsst ihr euch damit abfinden, dass eure Angestellten noch viel weniger geben werden. Wenn ihr eure Angestellten motivieren wollt oder eure Kollegen, dann müsst ihr selber mit Herzblut dabei sein. Und wenn ihr das nicht seid, sondern das halt mehr macht, weil es in der Familie schon immer so war, dass es eine Zahnarztfamilie gab oder weil man dann halt beim Skifahren unter seinen Leuten herumredet und sozusagen bei den A-Dabeis ist, dann ist der Beruf ein falsch gewählter. Und ihr werdet nicht nur euch unglücklich machen, sondern auch viele in eurer Umgebung. Und die einfachen oder das Einfachste, also vorweg, ihr müsst selber mit Herzblut dabei sein, ihr müsst ein gutes Vorbild sein, so nach dem Motto: Lebe so, dass sie dich fragen. Das wird auch sehr gut in dem Buch von Emil Durkheim herausgearbeitet, dass eine Regel sich also immer schlecht anfühlt. Viel angenehmer ist die Moral, weil da kommt die Kraft, die mich antreibt, mein Verhalten zu ändern, von mir innen. Bei der Regel kommt es von außen, da fühlt sich's also immer schlecht an. Gut, und wie kann man das jetzt in der Ordination umsetzen? Das Erste ist, man bietet den Kollegen Freiräume. Wir haben das so gelöst, dass ich zum Beispiel eine Arbeitszeitverwaltung habe mit Fingerprint. Das heißt, die Kollegen können eigentlich kommen, wann sie wollen. Sie müssen sich nur selber vorher abbesprechen und müssen heute halt am Ende des Monats die besagten Stunden erbringen.
Das erfordert dann von Ihnen natürlich eine gewisse Selbstorganisation, auch eine gewisse Freiheit, mit der Sie einmal lernen müssen, umzugehen. Das klappt natürlich nicht von Anfang an. Man darf es jetzt nicht erwarten, wenn man jemanden sagt, der sein Leben gewohnt war, von 8 bis 13 Uhr das zu machen und dann das und das und laut Liste und dann plötzlich sagt man ihm, du jetzt da, schau rein und geh raus, dass der sich dann plötzlich selbst organisieren wird. Das hat bei uns sicherlich 2 Jahre gedauert, bis die Kolleginnen untereinander das immer mehr verwenden, dass sie sich dann auch anrufen, sagen, du pass auf, ich kann heute nicht, könntest du morgen und dann, dass das also so eine Dynamik ist. Das zweite ist die Art der Kommunikation, wie wir kommunizieren. Wir sind alle per Du, von der Putzfrau bis also zu den Behandlern. Es gibt kein Herr Doktor, kein Sie. Das drückt sich dann auch in der Kleidung aus. Wir rennen dort nicht wie die Kasperlen mit irgendwelchen weißen Uniformen herum, sondern eben wie der Mensch auf Augenhöhe, wie der Patient einfach in sauberer Straßenbekleidung. Die Kommunikation ist aber nicht nur über die Bekleidung und nicht nur über das sich Anreden, sondern wir versuchen auch sehr schnell Informationen auszutauschen. Wir haben das machen wir über über Google Docs. Das heißt, wir haben ein Dokument, das nennt sich interne Kommunikation. Da hat jeder Zugriff, das ist freigegeben für alle Leute aus dem Team. Und auch in der Ordi auf den Desktops rennt es. Das heißt, man kann sowohl von zu Hause als auch von der Ordi dort zugreifen. Und dort werden also wichtige Veränderungen, Neuerungen werden dort sofort hineingeschrieben. Sie sind farbencodiert, das heißt, jeder hat seine Farbe. Und wenn man jemanden was sagen möchte, dann fügt man halt das Ad hinzu, Ad Belski, Ad Jaroslav oder was auch immer. Und so kann man sehr schnell das Team über Neuerungen informieren. Wir nutzen auch WhatsApp, da gibt es eine geschlossene Gruppe, wo jeder Mitarbeiter also drinnen ist und wo man sehr schnell Sprach-, Bild- und Textmessages austauschen kann. Dadurch wird die Kommunikation im gesamten Team sehr lebendig. Das heißt, wenn es Änderungen gibt bezüglich Behandlungsabläufen, wenn es Änderungen gibt bezüglich Materialeinkauf, dann weiß relativ schnell jeder Bescheid. Und ihr müsst euch vorstellen, wir sind 15 Leute und bis man 15 Leute benachrichtigen würde, das kann also dauern. Und so mit den digitalen Medien kann man das also sehr effizient gestalten. Des Weiteren ist es wichtig, wenn man also so schnell Informationen austauscht, auch auf die Informationsinhalte einzugehen. Das heißt, ich motiviere immer Kollegen, sich einzubringen, sich zu beteiligen, Ideen zu sammeln. Ich habe als junger Student und als Jungarzt bei vielen Ärzten gearbeitet, die wortwörtlich zu ihren Angestellten sagten, du bist nicht hier, um zu denken, mach, was ich sage. Ja? Und die haben dann immer gedacht, Alter, was ist denn das für ein Volltrottel? Der erkennt nicht, umso mehr Köpfe, umso mehr Gedanken. Das heißt, indem ich mich vernetze, werde ich bewusster, indem ich die Welt des anderen mit einschließe und einmal mir anhöre, was seine Probleme sind oder seine konstruktive Kritik, kann ich das System verbessern, weil ich alleine kann ja ein System nie hundertprozentig objektiv beleuchten. Das gelingt mir ja erst durch die Vernetzung. Dazu gehört natürlich auch dann der Zugang, dass man auf diese Informationsinhalte eingeht, sie beantwortet, sich darum kümmert und das nicht so nach dem Stil führt, ich Chef, du nix. Neben der Kommunikation bedeutet es, als Arbeitgeber zu fungieren, dass man sich nichts persönlich nimmt. Das heißt, jeder der Angestellten hat sein eigenes Leben und dadurch, dass wir uns ja alle selber auf dieser Bewusstseinsreise befinden, die wir dann Leben nennen und also unsere Erfahrungen machen müssen, kann es passieren, dass ein Arbeitnehmer sich einmal verabschiedet oder sich vielleicht nicht so kollegial verhält. Auch das sind Dinge, wo es wichtig ist, sich nicht auf einen gleichen emotionalen Status zu begeben, denn man muss sich immer bewusst machen, man hatte das Glück, seine Gabe in einer gewissen Form auszuleben und deswegen scheint man nun erfolgreich zu sein. Man ist gar nicht erfolgreich, sondern man hat halt, wie gesagt, das Glück gehabt, da in eine Richtung hineinzufallen. Und
sollte Verständnis aufbringen für den, der das vielleicht noch nicht so hat oder noch nicht so ausleben hat dürfen. Und da also keine negative Energie in das ganze System hineinblasen, indem man dann über den einen redet oder über den anderen. Wir besprechen schon im Team immer wieder Dinge, wo ich aber dann Namen, Personen wie Platzhalter verwende, um den Beteiligten über das eigene Handeln, über das eigene Sein Bewusstheit zu verschaffen. Nicht als, dass man über die Person redet, im negativen oder im positiven, auch nicht im positiven Sinn. Es gibt bei uns kein Lob, kein Schimpfen und, sondern man verwendet es also als Instrument, um sich über sein eigenes Denken bewusst zu werden. Und der letzte Punkt ist, wir haben also Freiräume, wir haben eine effiziente Kommunikation, wir haben kleine Herausforderungen, die jeder für sich setzen kann. Und der letzte Punkt ist, dass wir also die Teamarbeit durch verschiedene Dinge unterstützen. Sei das jetzt, wir haben zum Beispiel so einen Fruchtsaftlieferant, der macht so Smoothies, frische um die Ecke, dass der das dann zum Mittag bringt und das zahlt in der Bodega. Oder es gibt so vegetarische Essen, die mit dem Fahrrad in Wien gebracht werden. Auch das, dass man dann zum Mittag zusammen isst und halt so kleine Inseln sich schafft, wo man neben dem Alltag, wo man neben der Routine, die natürlich in einer Ordination wichtig ist, dass das professionell abrennt, Dinge austauschen kann, wo man einmal runterkommen kann und auch ein bisschen neben dem Zahnmikrokosmos wahrgenommen wird. Das sind so die Dinge, die ich euch als jungen Kollegen, Kolleginnen, die ihr vielleicht eine Ordination gründet, mitgeben kann, was Angestellte betrifft. Solltet ihr Fragen haben oder bezüglich der Arbeitszeitverwaltung oder wie wir das umlegen mit der Kommunikation, mit Tablets, könnt ihr gerne in die Ordination kommen, ihr könnt es mir auch gerne schreiben. In diesem Sinne, alles Gute.